Die alte Kellerwalduhr in Frankenau kann übrigens käuflich erworben werden. Hier begann die Bürgermeisterkarriere von Björn Brede. Olaf, grüße dich. Björn, hier begann alles. Der Bürgermeister von Frankenau, Björn Brede, vor die alte Kellerwalduhr. Vor 9 Monaten haben wir vor der Kellerwaldhalle gesessen, schönes Gespräch über Kommunalpolitik und Bürgermeister einer kleinen Stadt und was erstrebenswert ist. Und dann gab es den Paukenschlag. Björn Brede will nicht mehr Bürgermeister sein in Frankenau. ja, du veränderst dich. Absolut. Ja, es gibt eine Veränderung, die steht an. Und zu Beginn deiner Frage oder deiner Einleitung, du hast recht, hier begann alles. Dieser alte Kellerwalduhr, dieses schöne Gebäude, es war Ostern 2009, also jetzt schon vor über 12 Jahren. Damals, meine damalige Partnerin hatte ein Wellnesswochenende bei Freund geschenkt bekommen und somit waren wir auf dem Rückweg und sind so durchs Wesental fahrend Richtung Landkreis Kassel zurück auf dem Weg gewesen. Und in Frankenau selbst war dann so ein Schild Kellerwalduhr. Was bedeutet Kellerwalduhr? Totaler Neugier sind wir dann einfach mal hier zu diesem Gebäude gefahren. Und zwar aus Altenlotheim, der Jörg Backhaus, der Dienst hatte als Ranger. Ja. Und hatte uns dann total begeistert für die Quernst. Und dann habe ich an diesem wunderschönen Tage uns auch noch verewigt in dem Gästebuch auf der Quernst. Und es war einfach... Ja, es war so ein Start, Frankenau, so richtig bewusst und mal wahrhaftig live erlebt. Und wenige Monate später kam dann die Nachricht, Bürgermeister Kubat ist zum Landrat gewählt worden und in Frankenau wird das Amt des Bürgermeisters frei. So bin ich dann hier nach Frankenau gekommen und bin jetzt im 12. Bürgermeisterjahr, schöne Jahre erlebt und würde auch sicherlich noch eine Periode mindestens dranhängen, aber es gibt genau jetzt bei der Ecom 21 den Generationenwechsel und nicht in 6 Jahren, was mich dazu bewogen hat, vor knapp 7, 8 Wochen intensiv darüber nachzudenken, diese Chance bei der Ecom 21 wahrzunehmen oder weiter hier zu bürgermeistern. Und sind wir doch mal realistisch, die digitale Zeit ist schon seit langem im Gange und wir haben in Deutschland da noch einiges nachzuholen. Wir haben in Frankenau im Rathaus Richtung Verwaltung und Digitalisierung auch das eine oder andere schon auf den Weg gebracht. Aber Kommunen, insbesondere im ländlichen Raum, sind auf einen Dienstleister, auf einen Spezialisten angewiesen, der das vor allem für die kleinen Kommunen im ländlichen Raum auf den Weg bringt und nicht nur für die kleinen, auch für die großen. Und da hat sich vor vielen, vielen Jahren die Gebietsrechenzentren entwickelt und nun auch die Ecom 21 in 2008. Und das ist somit auch ein Vorzeigeprojekt interkommunaler Zusammenarbeit. Und da möchte ich jetzt gerne mitwirken für alle Kommunen und für die Landkreise, die digitale Reise in die Zukunft zu begleiten und dort als Geschäftsführer, als Direktor eines Standorts der Ecom 21 für die nächsten Jahre der kommunalen Familie auch weiterhin dienlich zu sein. Bevor wir zu deinem Wechsel zur Ecom kommen, ja dann doch noch so ein paar Dinge. Leben ist Veränderung. Du warst ja vorher schon in einer Gemeinde tätig. Stadtverwaltung Kassel, genau. Genau. Ja. Und dann, klar, Bürgermeister einer kleinen Gemeinde. Es hätte ja auch Landrat sein können. Der Wechsel steht ja auch an, aber das geht hier im Kreis, da ihr parteilich verbunden seid, wäre das innerparteiliche Konkurrenz wahrscheinlich schwierig geworden. Aber hätte ja sein können. Also Wechsel ist immer möglich. Trotzdem, Frankenau. Es hat sich ja einiges bewegt in der kleinen Stadt am großen Wald, wie das so schön heißt. Nichtsdestotrotz, Digitalisierung zum Beispiel ist nichts Neues, nur in Deutschland scheint es was Neues zu sein. Wir haben Nachholbedarf hier und da. Naja gut, den haben wir aber schon seit den 80er Jahren, dass wir Nachholbedarf haben.
Gesundheitshaus ist angeschoben worden, ja. Hier touristisch gibt es einiges. Neue Kellerwalduhr. Die alte steht zum Verkauf, also wer Interesse hat, darf sich gerne bei der Stadt Frankenau melden. Es wird eine verbesserte Einkaufsmöglichkeit geben. Es wird noch ein paar andere Dinge geben. Inzwischen gibt es auch eine E-Ladesäule. Wer wandern will, kann sein Auto an der Kellerwaldhalle abstellen. Auch für Fahrradfahrer. Das Haus ist gut bestellt. Oder wäre noch etwas, was du in einer weiteren Amtsperiode gerne realisieren würdest? Also zu Beginn war es natürlich schon sehr schwierig, mit 10 Millionen, über 10 Millionen Euro Schulden im Nacken bei 3000 Einwohnern überhaupt Gestaltungsspielraum zu finden. Und so stand natürlich die erste Legislaturperiode, die ersten 6 Jahre unter dem großen Motto, die Stadt erstmal wieder in ein finanziell sicheres Fahrwasser zu bewegen. Das haben wir geschafft. Wir sind jetzt bei unter 4 Millionen Euro Gesamtschulden. Unter anderem auch mit den Rettungsschirmen. Natürlich auch nach die Hessenkasse. Kasse. Aber auch viele eigene Anstrengungen. Wenn man überlegt, dass wir hinterher über 50 Euro im Magistrat diskutiert haben. Also es ging wirklich ums Eingemachte. Mhm. Und da haben wir in der ersten Periode die Kommune sicherlich wieder wirklich in gutes Fahrwasser gebracht. Man sieht es ja heute in den Statistiken, wo stehen wir mit den Hebesätzen und viel mehr. Also hier in Frankenau kann man gut und wirtschaftlich mit guten Hebesätzen, die sich im Mittelfeld bewegen, auch gut leben. Vor allem für Familien. Wir haben noch einen kostenlosen Kindergartentransfer. Kostenlos jetzt seit 1.1. nicht mehr. Es gibt jetzt eine kleine Elternbeteiligung. Aber das ist sicherlich noch ein Service, den es kaum irgendwo gibt. Wir wollen den Kindergarten erweitern mit einer Naturwaldgruppe und viel mehr. Also auch für junge Familien ist Frankenau mehr als attraktiv. Schule ist hier, Grundschule ist hier, Arzt, Apotheke. Aber das war so das Thema Finanzen, aber auch schon hier und da versucht zu gestalten, beziehungsweise die wichtigsten Punkte einer Kommune eigentlich sicherzustellen. Wasserversorgung. Ganz, ganz wichtiges Thema, was uns unter den Nägeln brennt. Und in der zweiten Periode war eigentlich so die Zielsetzung, jetzt auch wirklich nicht nur das, was wir haben, zu halten und zu sanieren, sondern auch neue Steps zu setzen. Wobei in der ersten Legislaturperiode ist uns ja schon der Coup gelandet, dass wir eine neue Nachfolge Kellerwalduhr hier oben am Nationalparkeingang erfahren haben. Also wie du sagst, touristisch haben wir das ein oder andere bewegt, das Archeschiff ist gekommen, der Archeweg und vieles mehr. Das ist touristisch. Du hast recht, Gesundheit, Edeka, also Nahversorgung, das sind die Dinge, die wir langfristig hier sichern wollen, dass die Infrastruktur auch eine lange Zukunft auch noch hier in Frankenau hat. Mhm. Und jetzt so in der dritten Periode, das lag mir auch sehr am Herzen, und deshalb habe ich da auch für gekämpft, dass wir in die Dorferneuerung aufgenommen werden, um gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern in den Orten, mit den Ortsbeiräten, was wir schon in der Dorfmoderation begonnen haben, deren Ziele, deren Fahrplan für ihren Stadtteil für die nächsten Jahre auf die Reise zu bringen und in den Stadtteilen dann auch das ein oder andere zu sanieren oder vielleicht auch neu zu entwickeln. Also für einen potenziellen Nachfolgerin oder Nachfolger ein wohlbestelltes Haus. Also wir haben viele gute Chancen jetzt, wir haben viele Fördertöpfe angezapft und jetzt gilt es dann, das halt auch zu verziehen und zum Ende zu bringen, zu vollenden. Du hast es eben so schön angesprochen mit dem Gesundheitshaus. Letzte Woche Montag einstimmiger Beschluss im Parlament, dass alle Fraktionen dahinter stehen, dass wir dieses Projekt wirklich umsetzen und zur Realisierung bewegen. Und das sind natürlich dann, da steckt jetzt noch Arbeit hinter, aber das Wichtigste, die Entscheidungen und auch, dass wir dann in gewisse Programme aufgenommen werden, wie die Dorferneuerung, ich glaube, das ist an der Stelle schon getan und das ist eine gute, gute Basis für die oder den Neuen. Nun kommen Ecom. Ecom hat ja dann kein Büro in Frankenau. Der Sitz ist in Kassel. Ja. Bürgermeister Brede hatte ja den Vorteil, deine Frau ist in einem sehr schwierigen, anstrengenden Beruf tätig. In der Krankenpflege, kann man ja so sagen, ist kein Geheimnis. Nein. Mit Schichtbetrieb. Das heißt, wenn der Bürgermeister Björn Brede mal zu einem Pressetermin, Infopavillon gekommen ist, dann hat er auch seine beiden... Die größeren der drei. Genau. Die größeren der drei mit. Das ging alles. Das ist natürlich jetzt anders. Das heißt, du musst dich also auch in der Familie neu organisieren. Also... Weil du fährst ja nach Kassel. Ja.
Das sind eine Dreiviertelstunde Fahrt. Ja. Wenn es schlecht läuft, etwas länger. Ja. Also familiär wird es keine Verschlechterung für uns bringen. Familiär wird nicht verschlechtern, neu organisieren. Ja, neu organisieren. Also es wird der Zeitfaktor für die Familie, der wird genauso bleiben wie vorher, wie jetzt auch schon. Ich werde nicht jeden Abend eine Sitzung besuchen müssen, habe dann sicherlich auch abends nochmal die Möglichkeit, mehr auch die Kinder selber mit ins Bett bringen zu können. Und das ist vielleicht sogar dann noch ein kleiner Vorteil, weil die Termine von montags bis samstags werden sich an der Stelle dann sicherlich ein wenig reduzieren. Ja. Es sind 45 Minuten Fahrt, morgens, abends, Aue-Stadion, Kassel, Abfahrt, es ist schnell zu fahren. Ja. Von daher, mit der Familie war das von Anfang an natürlich mit meiner Frau auch abgestimmt. Und das geht nicht ohne Familie, ne? Ein solcher Wechsel geht nicht ohne Familie. Absolut. Du hast das so schön gesagt, ich sag mal, nach einer gewissen Einschleifzeit im neuen Posten, wenn die obergefreiten Dienstwege bekannt sind und und das seinen sozialistischen Gang geht, wird man sicherlich dann auf der Rückfahrt ab und zu mal durchs Wesental fahren und oben am alten Hochbehälter sagen, ach schön, und hier wohne ich? Absolut, wir bleiben hier wohnen, genau an der Stelle habe ich dieses Wow oder diesen Wow-Effekt schon erlebt, sondern viele andere Menschen auch, wenn man da rüberkommt, dieser Blick, diese Anmut an Region. Hat ja auch vor kurzem dann den Chefredakteur vom Hessischen Rundfunk, Schönes Hessen oder wie die Sendung wieder heißt, der ist da rübergekommen, hat gesagt, hier müssen wir was in Frankenau drehen. Und für alle, die gerne mal hier in der Region sind, nicht nur Motorradfahrer, auch mit dem Auto, wenn man durchs Wesental und dann auf diese Hochebene kommt, das ist schon echt, ist atemberaubend. Und deshalb, wir leben hier, wie du immer so schön sagst, wo andere Urlaub machen. Ja, ja. Von daher, wir werden auch hier bleiben. Und seit 30 Jahren versucht man da oben eine schöne Aussichtsplattform am alten Hochbehälter zu bekommen. Sei neugierig, was ich da in den nächsten Monaten tun wird. Ja, bin ich, durchaus. Kommen wir doch mal jetzt zur Digitalisierung. Es war bisher so, oder lange Jahre so, gerade der öffentliche Dienst hatte einen wunderbaren Hardware-Zoo mit Software-Gehegen. Jede Kommune hat das gemacht, was sie wollte, nicht was sie sollte. Alle haben mitgemacht, hat zum Teil lobbyistische Gründe, kann man ruhig so sagen, weil wenn in einem Ort ein großes Softwarehaus sitzt oder ein Rechenzentrum sitzt, dann hat man sich natürlich die Spezialisten geholt und so weiter. Jetzt zeigt Digitalisierung, gerade Corona, danke Corona, an der Stelle kann man ja wirklich mal etwas Positives an der Pandemie sehen. Viele Systeme können nicht miteinander kommunizieren. Das haben wir 2015 festgestellt im Rahmen der Bundespolizei-Polizeien, als Einreisende erfasst werden sollte. Es wurde händisch oder per Fax gemacht. Und wieder haben wir es deutlich gemerkt bei den Gesundheitsämtern jetzt im Rahmen der Pandemie. Zum Teil per Fax Listen mit Strichlisten und Excel-Dateien und so weiter geführt. Das ist doch eine Herkulesaufgabe jetzt auch zum Beispiel für ein Unternehmen wie die Ecom 21, zumindest in ihrem Beritt mal versuchen, eine einigermaßen Durchgängigkeit zu bekommen. Einheitlichkeit in der öffentlichen Verwaltung, bei den Kommunen. Ja, aber als Dienstleister für die Kommunen, und wir haben ja knapp 380 Kommunen, die bei uns Mitglied sind, über 20 Landkreise, das Land Hessen, da arbeiten wir natürlich schon an gewissen Standardisierung und Vereinfachung, und es muss ja alles auch vom Preis-Leistungs-Niveau dann auch für die Kommunen möglich sein. Also da hat sich schon in den letzten Jahren schon sehr, sehr viel entwickelt. Und wenn ich mal darüber nachdenke, dass diese Themen, die du gerade angesprochen hast, die jetzt auch aufgetaucht sind während der Corona-Pandemie, wo es Schwierigkeiten gibt, wo dann mit Fax gearbeitet wird und, das sind alles neue Herausforderungen, oder das sind die Herausforderungen, nicht neu, das sind die Herausforderungen, die sicherlich noch in Deutschland hier und da dann erledigt und abgearbeitet werden müssen. Und da ist natürlich die Ecom 21, insbesondere beim Land Hessen, auch ein großer Partner. Ich denke an der Stelle nur um die Fördergelder, die im Rahmen der Corona-Pandemie zur Verfügung gestellt worden sind, wo ja auch die Ecom 21 KGZ Hessen als Dienstleister aufgetreten ist und hat das Land an der Stelle unterstützt. Jetzt nutzt Digitalisierung überhaupt nichts,
wenn das Medium dazu fehlt, nämlich schnelle Leitungen, ob in der Erde oder wie auch immer, da hinken wir auch noch so ein bisschen hinterher. Ne? Es hat sich einiges getan, auch in Nordhessen ein ganz spannendes Projekt mit der Breitband Nordhessen, wo die Landkreise sich gemeinsam auf den Weg begeben haben. Dennoch müssen wir es einfach feststellen, dass vor allem in den Gebieten, die nicht so stark besiedelt sind, die freie Marktwirtschaft keine Lösung auf den Weg gebracht hatte. Die Telekom hatte sich ja auch hier bei uns im Landkreis sich nicht für jeden Landkreis beworben. Und das haben, glaube ich, dann die Landräte gespürt. Wir müssen ja doch seitens der Landkreise mal auf den Weg gehen. Und wir sind da schon einen Schritt weiter. Das nächste Projekt, jetzt sprechen wir und trifft mal so ein bisschen Richtung Kreispolitik ab, was der Landrat ja auch auf dem Plan hat. Das ist ja das Thema Mobilfunksektor. Das ist hier ein großes Thema, sicherlich. Und neben den Verbindungen, die wir jetzt hier überall in der Erde haben, ist das natürlich auch ein Thema. Du hast es eben selber wieder gemerkt, wenn man dann auf einer gewissen Höhe ist, dann hat man Mobilfunk, dann hat man... Naja, der Vorteil ist, an der neuen Kellerwalduhr ist Hessen-WLAN. Ja, genau. Mit einer relativ schnellen Verbindung. Ja. Auch ein Projekt hessenweit, was wir auch hier in Frankenau an unseren ganzen Standorten ja schon seit längerem haben. Seit letztem Jahr haben wir in allen unseren Stadtteilen Hessen WLAN und damit sind wir, glaube ich, auch in der Region sehr schnell auf dem Weg gewesen. Ja, ich will dazu sagen, warum ich das gemerkt habe. Ich habe also ein Autoradio mit Offline-Karten und ich habe es nicht geschafft, als Vodafone-Kunde vorm Haus im Vodafone-Hotspot die Deutschlandkarte offline runterzuladen und hier oben 10 Minuten waren 1,2 GB runtergezogen. Also ich kann euch sagen, wo ihr euch hinstellen müsst, liebe Leute. Kellerwalduhr, Kellerwaldhalle. Breitbandkabel Nordhessen natürlich. Wir haben hier gerade in deiner Stadt natürlich auch weiterbleibenden, also ich bleibe weiterhin hier. Ja, aber noch als Chef der Verwaltung, ja, okay. Als Bürgermeister. Kabel, früher Unity Media, heute Vodafone Kabel, die natürlich 1000 Mbit anbieten. Breitband Nordhessen mit seinen 50 Mbit ist nice to have. Aber bis zu 100. Inzwischen bis zu 100, obwohl es da immer noch, da die Telekom die letzte Meile hier in der Region noch hat, immer mal wieder etwas hin und her. Nichtsdestotrotz, es ist die Rede von einem neuen Masten hier in Frankenau für den Digitalfunk. Höre ich das erste Mal von, also uns ist bisher... War das nicht gewählt? Thema der Stadtrat, der Stadtverordnetenversammlung? Nein, wir haben ja Masten oben Herrenhöhe, wir haben die Telekom direkt an der Kellerwaldhalle und da ist überall jetzt schon Breitband und auch die digitale Welt, glaube ich, des Landes ist da mittlerweile aufgeschaltet oder wird noch aufgeschaltet. Vodafone fehlt und O2 hat seinen Masten abgeschaltet. Vodafone ist hier noch hier, die Telekom ist noch hier und... ich rede jetzt, weil ich aus Altenlotheim komme und du hast Altenlotheim von Ortsschild zu Ortsschild genau keinen Empfang. Altenlotheim an der Stelle absolut, ist an der Stelle wirklich schwierig und da habe ich nur mitbekommen, dass auf jeden Fall, also ich merke es auf jeden Fall auch mit Vodafone, dass man dort mittlerweile einen stärkeren und besseren Empfang hat, aber es ist immer noch nicht ausreichend. Nein, das ist noch nicht ausreichend. In der Senke einfach die Schwierigkeiten. Ja, ja. Weil auch, ich sag mal, auch dein neuer Arbeitgeber sicherlich auf mobile Daten heute sich fokussieren wird. Das ist ja Trend. Ein modernes Smartphone kann das, was vor 10 Jahren ein Riesencomputer auf dem Schreibtisch konnte. Ist das auch in diese Richtung, gerade für Verwaltung, mal schnell von unterwegs in das System zu gehen, bei einer Sitzung sagen, Moment, ich hole mir das Dokument runter. Ein Ziel, das auch Ecom für Verwaltungen verwirklichen will, dass man mobiles Arbeiten. Mobiles Arbeiten. Da ist die Ecom schon seit Jahren dran und hat auch jetzt in der Pandemie hessenweit den Kommunen so schnell wie möglich neue Laptops zur Verfügung gestellt, dass man auch von zu Hause aus arbeiten konnte. Das Thema Pandemie, Homeoffice war ja ein ganz großes. Und da natürlich war es auch für alle Unternehmen sicherlich schwierig,
in dieser Phase sehr schnell an die Hardware zu gelangen. Ja, aber es ist ja auch, man macht Sitzungen, auch wenn ihr, ich sag mal, die Stadtverordnetenversammlung Frankenau tagt in Altenlothheim, tagt in Ellershausen, sagt, oh Moment, das Dokument ziehe ich mir gerade. Ja, ja, das ist ja der Weg, wo wir hinwollen. Wir haben ja also in jedem DGH das Hessen-WLAN. Ja. Das bedeutet, jeder kann dort digital dann arbeiten. Wir haben dieses Jahr im Haushalt die Gelder eingestellt, um den digitalen Sitzungsdienst einzuführen. Und wir werden sehen, ob wir das in diesem Jahr noch gemeinsam auf den Weg bringen, weil wir momentan mit den anderen großen Projekten, die wir ja jetzt bewegen, Gesundheitshaus und Neukauf und vieles mehr, dass wir dort an der Stelle vielleicht das auch aufs nächste Jahr schieben sollten und müssen. Vielleicht ist es auch sinnig, dass die oder der neue Bürgermeister an der Stelle auch stärker involviert wird, bevor jetzt einfach noch ein System übergestülpt bekommt. Das muss mit den Gremien nochmal ganz in Ruhe besprochen werden. Aber in der Pandemie war das eine ganz, ganz glückliche Gegebenheit, dass die E-Com in den Kommunen da zur Seite stehen konnte, bei uns im Hause auch. Wir hatten dann 3 neue Laptops, wir konnten Kolleginnen und Kollegen ins Homeoffice entsenden und das hat wunderbar funktioniert. Wenn man bestimmte Dinge auf einer Behörde, auf einem Amt, auf einer Stadt erledigen will, ist oftmals immer noch zu Fuß gefragt, also persönliches Erscheinen. Ja. Andere Länder sind da weiter, die haben den digital lesbaren Personalausweis, den es inzwischen auch gibt. Das heißt, man muss gar nicht mehr selber auf dem Amt erscheinen. Manche Dokumente müssen wirklich per Fax geschickt werden, weil man die Unterschrift braucht, obwohl, ich sag mal, heute fast jeder zu Hause einen Drucker hat, der auch scannen kann mit der Unterschrift. Alles das betrifft ja nicht nur die Kommunen, betrifft Gerichte und so weiter. Da zählt noch die gute Deutsche Post, die mehr oder weniger regelmäßig kommt, weil montags ist die vereinfachte Zustellung. Wenn dann für eine Straße nichts ist, dann bleibt die Post auch mal einen Tag liegen. Also da müssen wir ja, das ist ja nun Richtung Bürgerservice. Ne? Absolut. Es gibt Gemeinden im Süden, die mit ihren Gebietsrechenzentren entsprechend mobil ausgerüstet sind, die auch als Dienstleistung vor Ort anbieten. Das heißt, die fahren dann zu den Leuten oder ins DGH, haben alles dabei und machen da eine Sprechstunde. Ist das auch was, wo man sagt, hier über jetzt zum Beispiel E-Com, sind wir wieder bei diesen mobilen Arbeiten. Das heißt, ich sag mal, die Mitarbeiterin des Einwohnermeldeamtes kommt mit ihrem Laptop. Gerade da, denn wir haben nun mal einen demografischen Wandel, da reden wir auch seit 20 Jahren von, aber wir veraltern allgemein. Kommt vor Ort und sagt, pass auf, ich sitze im DGH Luisendorf und da machen wir das. Ja, das muss man aber jetzt ein bisschen mal trennen. Das eine ist, wir haben das Rathaus barrierefrei jetzt saniert. Das heißt, jeder kann das Rathaus in irgendeiner Art und Weise erreichen. Es sei denn, er ist zu Hause, kann nicht mehr das Haus verlassen. Muss aber erst mal hinkommen. Natürlich. Dafür hatten wir vor Jahren auch das Thema Seniorenbus auf den Weg gebracht, wo die Rückmeldung der Seniorenclubleiterinnen und Leitern war, in der Größenordnung mit dem Bus brauchen wir nicht. Wir bekommen das schon sehr gut bei uns vor Ort in den kleinen Orten geregelt. Du kennst es ja selber in den kleinen Stadtteilen hier in den Dörfern. Da zählt eine Gemeinschaft, das haben wir während der Pandemie gespürt. Das funktioniert. Ja. Deshalb war das ja auch vor Jahren schon hier der Trend, dass man die Verwaltungsaußenstellen an der Stelle nicht mehr benötigt hat. Und die Verwaltungsaußenstellen sind an der Stelle geschlossen. Jegliche Dienstleistung ist sicher im Rathaus. Das andere, was du aber eben mit Recht ansprachst, die Digitalisierung, die digitale Welt. Was verstehen wir heutzutage unter einer modernen, zukunftsweisenden Dienstleistungsbehörde Rathaus oder Stadtverwaltung? Das ist ja das, wo das Land Hessen, aber auch alle in Deutschland im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes unterwegs sind. Das Land Hessen auch mit Fördergeldern den Kommunen jetzt unter die Arme gegriffen hat, indem die E-Com dort eine gewisse Plattform zur Verfügung stellt, auf denen die Kommunen dann aufbauen. Ich nenne das Onlinezugangsgesetz an der Stelle nochmal sehr deutlich, wo wir gemeinsam mit der Stadt Frankenberg, mit Gemünden, mit Rosenthal und mit Haina uns hier auf den Weg begeben haben. Wir 5 Kommunen mit Frankenau und somit ja bis Ende nächsten Jahres jegliche Dienstleistungen, die wir abbilden können auf der Online-Plattform, dass man von zu Hause aus wirklich barrierefrei die Dienstleistungen anstoßen kann. Mhm. Und für die Dienstleistungen,
für die es wirklich an der Stelle keine Lösung gibt, wie du sagst, wie kommt dann jemand von Luisendorf, der nicht kann oder. Das sind dann Einzelfälle, wo wir immer wieder eine individuelle Lösung finden werden. Du hast das eben so schön angesprochen mit der interkommunalen Zusammenarbeit mit den Anrainergemeinden hier. Und im Vorgespräch haben wir auch darüber gesprochen, ECOM 21 ist so eine Art interkommunale Zusammenarbeit. Da stellt sich natürlich die Frage auch, um Kommunen finanzmäßig zu entlasten, weil Personal ist teuer, aber nötig, unbedingt nötig, ob man quasi so eine digitale Samtgemeindeschaft, also der Begriff Samtgemeinde stammt ja aus Niedersachsen, wo politisch selbstständige Einheiten dann eine Verwaltungseinheit bilden, dass man sagt hier, das, was ihr jetzt schon mit Gemünden, Frankenberg und so weiter macht, wir machen, wie Allendorf, Bromskirchen angefangen haben, man hat angefangen, die Personalabrechnungen, die Finanzen zusammenzulegen und ist nun auf dem Weg zur einer Gemeinde. Aber dass man das quasi so eine digitale Verwaltungsgemeinde schafft, das heißt, wir machen eure Personalabrechnung, wir machen die Finanzkasse, das geht ja alles wunderbar digital, ne? Nur noch für 4, 5 Gemeinden, das spart euch Geld, klar kostet es, spart aber, denn es schafft Platz beim vorhandenen Personal, denn oft sind die ja mit 2 oder 3 Funktionen, gerade in den kleineren Kommunen belegt, schafft Platz für wichtigere Arbeiten in der Kommune vor Ort. Ja, das ist richtig. Es wird sicherlich, die interkommunale Zusammenarbeit wird sich in vielen Bereichen noch weiterentwickeln und entwickeln müssen. Man wird sich spezialisieren an verschiedenen Standorten und das ist auch gut. Wenn man das jetzt einfach nochmal auf die ECOM 21 projiziert, die du angesprochen hast. Na, ein bisschen Reklame für deinen neuen Arbeitgeber. Nein, einfach mal dieses plastische Beispiel Hackerangriffe. Ja. Es ist sicherlich jedem bewusst, dass eine kleine Kommune mit 3.000, 5.000, 6.000 Einwohnern es schwer haben wird, selber noch mit Server, mit eigenem IT-Personal, auch die IT-Sicherheit selbstständig dem zu entgegnen, das ist unmöglich. Ja. Da brauchen wir professionelle Dienstleister und die gibt es nun mal, die sind da, ohne jetzt wieder ECOM 21 zu nennen. Nein, wenn ich überlege, wie viele Millionen Hackerangriffe dort jedes Jahr abgewendet werden und wir als Kommune wissen, unsere Daten sind dort sicher. Ja. Das ist ein gutes Gefühl, weil wir können das nicht selbstständig sicherstellen. Ich will nur an 2011 erinnern, wir hatten den Tag der Verwaltung und Politik hier in Frankenau, wo wir dann allen Neuen auch vor allem mal unseren Serverraum im Rathaus Kassel gezeigt haben. Wie wir mit unseren Daten damals, wie wir die gesichert haben. Es ging noch mit Kassetten, die man dort einlegen musste über Nacht und dann ging es Kassettendeck nicht und oh, heute Nacht werden die Daten nicht gesichert oder. Das kann nicht sein. Die Daten müssen an einer gewissen Stelle sicher hinterlegt sein und die dürfen nicht durch Zugriff von außen irgendwo in Gefahr gebracht werden. Der Bürger möchte heute Datenschutz und das müssen wir auch. Muss man natürlich dazu sagen, dass die meisten Hackerangriffe unbewusst oft von privaten PCs ausgehen, weil die nicht gesichert sind und da eingedrungen wird und dann es natürlich lustig weitergeht, die Kette. Jetzt wieder im Darknet aufgetaucht, 1,8 Millionen Datensätze von irgendeinem, mit allem drum und dran und Passwörtern. Also es geht in der Regel von den wenig gesicherten privaten PCs aus, da wird die E-Mail gehackt oder und dann letztendlich laufen die dann natürlich auf so Unternehmen wie ECOM 21, wie der Internetknoten in Frankfurt und so weiter auf oder es gibt dann die... Denk doch mal an die hessischen Kommunen, die du in der Presse wieder verfolgt hast. Die kamen Montagmorgens ins Rathaus, Rechner an, schwarzer Bildschirm, überweisen Sie bitte so und so viel Bitcoins. Krankenhäuser, hier Gießen, das UKZ. Ne? Genau. Ja. Naja. Das alles bedarf professioneller Unterstützung und deshalb hast du mit Recht gesagt, die Kommunen haben sich damals im Gebietsrechenzentrum schon zusammengeschlossen, es wurde immer mehr. Jetzt sind wir hessenweit der Dienstleister, der genau für diesen Service und für viel, viel mehr dann zur Verfügung steht. So, ja, am 31. März werden die Zelte abgebrochen. Dann kommt der Schreibtischinhalt in den berühmten Umzugskarton.
Ja. Und Björn Brede wird aus der Telefonliste der Stadt Frankenau gestrichen. Aber vorher ist ja nun nicht nur Sommerferien und Urlaub, was ich dir also durchaus gönne nach der Pandemie. Aber wir werden hoffentlich einen Herbst haben, der fast normal ist. Das heißt, der Bürgermeister Björn Brede ist dann bei den Vereinen, bei Jubiläen, bei Weihnachtsfeiern, Stadtseniorentag, dass ich dir nehme ich dir heute noch übel, dass ich mit 60 da eingeladen worden bin als Senior. Und nicht als Presse. Nein, aber da wird dann also der ganz normale Bürgermeisteralltag wird dich also bis zum 31. März. Mit vollem Dampf bis zum letzten Tage. Ich habe dieses Amt, ich führe es jeden Tag mit Freude aus, ja. Auch wenn ich jeden Tag einfache Themen anlegen. Aber ich habe hier wirklich eine ganz, ganz tolle Herausforderung gefunden. Vor 12 Jahren hier in diesem Hause begann es. Ja. Und deshalb werde ich aber mit Herzblut für die Stadt Frankenau bis zum letzten Tage natürlich zur Verfügung stehen und arbeiten. Und insbesondere dann als Bürger, der ich dann als normaler Bürger am 1. April dann sein werde nächstes Jahr, glaube ich, habe ich auch als Bürger den Anspruch an mich selber und an die Verwaltung, dass wir weiterarbeiten. Absolut. Nun ist vielleicht nochmal von mir ein Satz. Ein Bürgermeister einer kleinen Gemeinde, und Frankenau ist ja nun eine kleine Gemeinde, ist ja wirklich ein Bürgermeister in diesem Sinne, weil er ist da. Er ist zum Anfassen, zum Ansprechen. Du kennst ihn zum Ansprechen. Wir duzen uns, du duzt sich also, glaube ich, mit 2728 Einwohnern, da bleiben nicht mehr viel übrig. Mit vielen. Und, ja. Aber das hat mir nur mal zu dem. Aber Beruf. Das ist doch ein Vorteil, den ein Bürgermeister einer so kleinen Gemeinde hat, weil man kommt mit dem Bürger direkt in Kontakt, erfährt vieles, kriegt auch mal was herangetragen, ohne dass gleich der große Dienstweg in Gang gesetzt wird von irgendwelchen Bürgern. Man will das oder das nicht haben. Man regelt das auf dem kleinen Dienstweg. Das ist eigentlich ein schönes soziales Zusammenleben in einer kleinen Stadt, oder? Genau so ist es. Und das macht das schöne Leben ja hier bei uns im ländlichen Raum, in den schönen kleinen Orten noch aus. Genau so, wie du es beschrieben hast. Und so muss man auch miteinander arbeiten. Man muss auch gemeinsam miteinander arbeiten. Und wo immer wieder darüber diskutiert wird, das Thema Du und Sie, das ist für viele noch ein Unterschied und da gebe ich den Menschen auch recht. Aber doch wichtig ist eines, dass wir gegenseitigen menschlichen Respekt uns zollen. Dass wir einfach miteinander auskommen, dass wir nicht streiten, sondern dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen. Ja. Und deshalb steht das für mich im Vordergrund und ist das Du, was sich auch so nach und nach so einbürgert, genau wie du es gesagt hast, wenn man in vielen Vereinen unterwegs ist und viel auf dem kleinen Dienstweg regelt, dann ist man irgendwann auf einer wirklich guten gemeinsamen Ebene und da muss man auch hin und das wird auch die Nachfolgerin oder der Nachfolger genauso bewegen und machen und erreichen. Und wichtig ist, und das wünsche ich hier allen in Frankenau, dass sie gemeinsam für die Ziele kämpfen, die wir haben und gemeinsam an einem Strang ziehen, sich gegenseitig Respekt zollen, indem ich den normalen menschlichen Respekt, den man jedem eigentlich von jedem zu erwarten hat. Und Montag hat es mich sehr gefreut, dass es einen einhelligen Beschluss fürs Gesundheitszentrum gab, fürs Gesundheitshaus, wie immer man es später nennen mag, aber für dieses Projekt. Und diese Gemeinsamkeit, diese Geschlossenheit, die wünsche ich mir, denn nur so kann Frankenau sich auch weiterentwickeln. Bauen ist einfach, jetzt muss Füllen wird schwierig werden. Bitte? Das Füllen des Ärztehauses wird schwierig werden. Also die Dienstleister haben alle ihre Unterstützung und ihren Einzug signalisiert. Okay. Komma, wenn der Mietzins an der Stelle auch passt. Und der Mietzins muss an der Stelle auch passen. Ja. Und deshalb sind wir angewiesen auf die Fördergelder, die der Kai-Friedrich Frese in der Sitzung jetzt am Montag als stellvertretender Landrat verkündet hatte. Dass es 1,275 Millionen Euro Förderung geben soll. Und mit so einer Finanzspritze aus Wiesbaden, wenn er das schafft, dann kommen wir auch in einen Mietzinsbereich, der dann für die Dienstleister auch lukrativ ist. Ja. Ohne Fördergelder für den ländlichen Raum wird es eine Entwicklung des ländlichen Raums. Also das Herz brennt geben. Immer noch fürs Bürgermeisteramt, ich sehe schon. Vor allem für den ländlichen Raum. Ja gut, du selbst kommst ja nicht aus der Großstadt, sondern auch aus dem ländlichen Raum, zwar im Umkreis der Stadt Kassel, aber genau. Ländlich-sittlich und auf dem schönen Kegel oben, bis Burghasungen kann man ja sagen, mit weitem Blick nach Ehlen, Habichtswald und so weiter. Bis zum Hochspeicherbecken. Ja, also es hat sich ja nichts verändert, wenn du nach Frankenau
gekommen bist. Ne? Hast du immer noch einen weiten Blick, wenn du an der richtigen Stelle stehst. So sieht's aus. Ich bin Nordhesse, bleibe Nordhesse. Das ist, ja gut, da bin ich bei dir. Nordhesse by Nature, also da müssen wir auch ein bisschen stolz drauf sein. Und wir müssen mal aufhören. Soll von mir das Schlusswort sein, grundsätzlich unsere Region immer schlecht zu reden. Es gibt vieles, das man verbessern kann. Aber wir müssen aufhören zu sagen, wir sind hessische Bielen. Also das ist quasi wie Verbannung. Erstens ist es geschichtlich falsch, weil das ist ja nun die alte hessische Enklave hier Schmalkalden gewesen. Das war wirklich so, weil missliebige Beamte dahin geschoben worden sind. Wir haben eine wunderschöne Natur. Wir haben auch große Industrien, Weltmarktführer in etlichen Bereichen hier. Und noch eine einigermaßen Infrastruktur an Ärzten, Apotheken und so weiter. Auch da gibt es Wandel und Überalterung, aber wir müssen eigentlich sehen, dass wir zu unserer Region stehen. Genau so sieht es aus. Und das tun wir auch. Und wir leben hier, wo andere Urlaub machen. Wir haben richtig viel Potenzial. Und schlecht reden ist, glaube ich, falsch an der Stelle. Man muss immer mal schauen, was können wir weiterentwickeln. Und da hat die Region schon vieles gemacht. Da werden wir noch vieles erreichen. Björn, vielen Dank. Gerne. Viel Glück für den neuen Posten. Vielen, vielen herzlichen Dank. Vielleicht treffen wir uns ja mal nächsten Sommer mit dem Direktor von ICOM 21 und werden über seinen neuen Job reden, wie es denn war oder ob er doch nicht lieber wieder Bürgermeister werden möchte. Olaf, immer gern. Danke.